Ich wollte mal ein Update geben, wie sich das EEG jetzt Anfang 2017 geändert hat, also das EEG 2017. Ein Update, was die Windenergie angeht, nicht die anderen erneuerbaren Energien. Die wesentlichste Neuerung, die sehen wir gleich in Paragraph 22, Ausschreibungen. Bisher im EEG gab es einen ersten Versuch und nun wird es ernst mit den Ausschreibungen. Schauen wir uns mal an in Paragraphen 22. Oh je. Das heißt hier dann so schön die wettbewerbliche Ermittlung der Marktprämie. Das ist jetzt nur ein anderes Wort, wenn Sie wollen, für Ausschreibungen. Also es ist jetzt nicht, dass Sie sagen, ich baue euch eine Elbphilharmonie für 70 Millionen bei der Ausschreibung, wenn Sie teilnehmen, sondern es geht um die Kosten des Stroms. Darauf bieten Sie im Endeffekt. Und daraus wird dann die Marktprämie ermittelt. Man muss den Strom vermarkten, man verdient das Geld durch die Vermarktung und dann wird aufgestockt. Das ist die Marktprämie. Müssen wir gleich nochmal im Detail haben. Ist ein bisschen komplizierter offensichtlich. Erstmal, um was es geht bei den Ausschreibungen. Wer ist betroffen von den Ausschreibungen? Es gibt noch eine Schonfrist. Wir sehen Windenergieanlagen an Land. Da gibt es eine Schonfrist. Anlagen, die vor dem 1. Januar 2019 in Betrieb genommen worden sind, aber auch vor dem 1. Januar 2017, also schon längst, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz genehmigt worden sind. Also wenn Sie jetzt schon zu diesem Zeitpunkt die Genehmigung haben, heute, Januar 2017, dann haben Sie noch 2 Jahre Zeit, um die Anlage in Betrieb zu nehmen, Windenergie auf Land, aber danach, wenn die Anlage sinnvoll groß ist, also unter 750 Kilowatt ist egal, genau 750 Kilowatt ist auch egal, alle nennenswert großen Anlagen, die jetzt noch genehmigt werden, alles was jetzt noch kommt, muss an Ausschreibungen teilnehmen, um Zahlungen aus dem EEG zu bekommen, was Windenergieanlagen an Land angeht. Bei den Windenergieanlagen auf See ist das noch nicht ganz so schlimm. Sehen Sie, hier gibt es dann die Regelung für die Windenergieanlagen auf See. Vor dem 1. Januar 2017 eine unbedingte Netzanbindungszusage und so weiter und so weiter und vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind. Da ist ein bisschen mehr Luft, aber trotzdem steht da oben jetzt auch schon drin, vor dem 1. Januar 2017. Das heißt, in relativ absehbarer Zeit müssen Windenergieanlagen dann über solche Ausschreibungen finanziert werden. Sie bieten auf einen anzulegenden Wert, wie der so schön heißt, und der anzulegende Wert ist, also hier dann gucken, anzulegender Wert, den die Bundesnetzagentur und so weiter im Rahmen einer Ausschreibung ermittelt oder der durch und so weiter bestimmt ist. Aber für uns ist das spannend hier mit dem Rahmen einer Ausschreibung und der die Grundlage für die Berechnung der Marktprämie oder der Einspeisevergütung ist. Für die aktuell sinnvollen Windkraftanlagen kriegen Sie keine Einspeisevergütung. Es gibt nur die Marktprämie. Und wie die funktioniert jetzt im Zusammenspiel mit dem anzulegenden Wert, kann man sich angucken in der Anlage 1. Gehen wir mal runter. Anlage 1, so, die Höhe der Marktprämie. Die Marktprämie ist das, was man dann aus der EEG-Umlage bekommt. Und Sie sehen, wow, das ist ja eine Wahnsinnsformel. Die Marktprämie ist der anzulegende Wert, AW, minus den Monatsmarktwert. Die Marktprämie, das, was Sie zusätzlich bekommen, ist der anzulegende Wert, das, was Sie geboten haben, so und so viel Cent pro Kilowattstunde, minus im Endeffekt das, was Sie verdient haben, der jeweilige Monatsmarktwert. Es ist nicht genau das, was Sie verdient haben am Markt, aber ungefähr das, was Sie verdient haben am Markt. Also es wird aufgestockt im Endeffekt. Sie bieten auf einen anzulegenden Wert. Sie sagen, ich erzeuge euch den Strom für so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Das ist Ihr Gebot, nicht 500 Euro für die chinesische Vase, sondern Sie bieten so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Und wenn Sie den Zuschlag haben, heißt das, es wird das, was Sie am Markt einnehmen, MW, der Monatsmarktwert, das, was Sie am Markt einnehmen, wird aufgestockt um eine Marktprämie, dass Sie zum Schluss wirklich auf Ihre so und so viel Cent pro Kilowattstunde kommen. So finden dann diese Ausschreibungen statt. Die Idee ist, dass dann ganz viele potenzielle Anbieter sagen, ich mache das für so und so viel Cent pro Kilowattstunde, ich mache das für so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Und zum Schluss nimmt man die günstigsten und müsst möglichst wenig Marktprämie zahlen. Wenn der anzulegende Wert klein ist, auf den man bietet, dann wird ja auch die Marktprämie klein. Das ist der Gedanke dahinter bei den Ausschreibungen. Also sie bieten nicht an, für 70 Millionen die Elbphilharmonie zu bauen, sondern ganz schräg, sie bieten einen Strompreis sozusagen an. Aber das ist nicht direkt der Strompreis auf dem Markt, sondern das, was sie zum Schluss einnehmen wollen. Das mal als Idee zu den Ausschreibungen.
Gute Frage, was passiert, wenn der Strom so teuer ist am Markt, dass der Monatsmarktwert größer ist als der anzulegende Wert? Nächster Satz, ergibt sich ein Wert kleiner Null, gibt es nichts, gibt es keine Marktprämie. Das heißt, Sie müssten auch nichts zurückzahlen. Das heißt, wenn der Marktpreis größer ist als das, was Sie an Cent pro Kilowattstunde geboten haben, dann haben Sie Glück gehabt und machen mehr Gewinn als geplant. Es hat angefangen mit einer Einspeisevergütung. Man bekommt so und so viel Cent pro Kilowattstunde und fertig. Das ist jetzt noch für die ganz kleinen und für die alten Anlagen so. Dann ging es weiter mit der Direktvermarktung und Marktprämie. Im Gesetz stand und steht teilweise ein anzulegender Wert, so und so viel Cent pro Kilowattstunde, was man bekommen soll, festgeschrieben. Und der teilt sich dann auf. Das, was ich am Markt verdiene durch die Direktvermarktung, dieser Marktwert hier, ist nicht ganz, was ich am Markt verdiene, aber Pi mal Daumen, was ich am Markt verdiene. Und eine Zulage, die Marktprämie, die man dann aus der EEG-Umlage bekommt. Und was jetzt hier neu ist für die Windenergie, sind diese Ausschreibungen, dass der anzulegende Wert nicht mehr fest ins Gesetz reingeschrieben ist, sondern dass dieser anzulegende Wert durch Ausschreibung bestimmt wird und deshalb indirekt die Marktprämie durch Ausschreibung bestimmt wird. Dass die Stromerzeuger sagen, ich mache euch das für so und so viel Cent pro Kilowattstunde, das ist mein Angebot. Und dann ergibt sich rückwärts, was dann an Marktprämie rauskommt. In das Gesetz reingeschrieben sind auch schon tatsächlich die ersten Ausschreibungen, nämlich für Windenergieanlagen an Land, sehen Sie am 1. Mai 2017 800 Megawatt und 1. August, 1. November jeweils 1 Gigawatt und so weiter. Und so weiter. Also es wird dann von der Bundesnetzagentur einen Aufruf geben, reicht uns Gebote ein für diesen anzulegenden Wert. Und dann wird die Bundesnetzagentur die günstigsten X daraus suchen, bis 800 Megawatt zustande sind für den 1. Mai. Und entsprechend für den 1. August wird die Netzagentur die günstigsten raussuchen aus den Angeboten, bis 1000 Megawatt zusammen sind. Und so weiter und so weiter. So wird das funktionieren, dass dann immer die günstigsten durchkommen. Dass man relativ wenig Marktprämie zahlen muss. Das ist der Gedanke dahinter. Wenn jetzt jemand an dieser Ausschreibung teilnimmt, dann möchte man ja auch wissen, dass dieses Unternehmen, wird ja typischerweise ein Unternehmen sein, dass dieses Unternehmen das sich auch wirklich leisten kann. Wenn jetzt die Netzagentur sagt, okay, von euch nehmen wir bitte 20 Megawatt, dann soll das Unternehmen ja die Anlagen auch entsprechend bauen können. Und deshalb müssen Sicherheiten hinterlegt werden. Die Paragraphen 31 und 36a und 55, da geht es um Sicherheiten und Pönalen, wie das so schön heißt im Juristendeutsch, Strafzahlungen. Wenn Sie den Zuschlag bekommen, wenn die Netzagentur sagt, okay, du baust uns das für so und so viel Cent pro Kilowattstunde, nehmen wir, aber Sie bauen die Anlage dann nicht, dann gibt es eine Strafe, eine Pönale, wenn Sie es nicht bauen oder nicht rechtzeitig bauen. So, hier die Sicherheiten 31. Bieter müssen und so weiter für ihre Gebote eine Sicherheit leisten. Sie brauchen also, wenn Sie wollen, einen Zettel von der Bank, auf der die Bank Ihnen bestätigt, dass Sie sich das auch leisten können, was Sie da anbieten. Und hier wird das dann eben ausbuchstabiert, was der Zettel von der Bank sein soll. Weitere Details gibt es dann in § 36a, Sicherheiten für Windenergieanlagen an Land. So, jetzt wissen Sie hier aus dem Paragraphen, wie viel es sein muss. Gebotsmenge multipliziert mit 30 Euro pro Kilowatt. Sie bieten vielleicht einen Windpark, einen kleinen Windpark mit 10 Megawatt an. 10 Megawatt, also 10.000 Kilowatt, dann müssen Sie 300.000 Euro nachweisen als Sicherheit. Sonst können Sie gar nicht teilnehmen an der Ausschreibung. Und man kann jetzt auch nochmal nachlesen, wann man zahlen muss, weil man die Anlage nicht gebaut hat. Wenn man den Zuschlag bekommen hat, aber die Anlage nicht gebaut hat, das ist in § 55, oder nicht rechtzeitig gebaut hat. So, das sind die Strafzahlungen, die Pönalen. Bei Geboten für Windenergieanlagen an Land und so weiter, müssen die Bieter eine Pönale leisten, wenn, insbesondere hier dieses hier, wenn die Windenergieanlage mehr als 24 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe und so weiter in Betrieb genommen worden ist, das heißt, wenn sie mehr als 2 Jahre gebraucht haben. Sie haben den Zuschlag bekommen, aber sie haben mehr als 2 Jahre gebraucht, um die Anlage in Betrieb zu nehmen, dann müssen sie bezahlen. Und dann gibt es hier so eine Staffelung. Wie viel müssen Sie bezahlen? Je nachdem, wie lange es gedauert hat, staffelt sich die Strafzahlung bis eben 30 Euro pro Kilowatt. Und die musste man ja vorher auch nachweisen, die 30 Euro pro Kilowatt, dass man die hinterlegt hat, dass man das wirklich bezahlen kann. Also dadurch wird dann sichergestellt, ist der Gedanke, dadurch wird sichergestellt, dass die Leute, die den Zuschlag bekommen, auch wirklich Anlagen bauen. Sonst müssen sie nämlich zahlen. Sie müssen nicht vorher schon einiges Geld haben, Sie müssen vorher auch schon die Genehmigung haben. Das ist der § 36.
Man braucht die Genehmigung, um an der Ausschreibung teilnehmen zu können. Hier in Paragraph 36. Windenergieanlagen an Land, für die Gebote abgegeben werden und so weiter und so weiter. Die Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz muss 3 Wochen vor dem Gebotstermin erteilt worden sein. Sie bieten also an, dass Sie eine Anlage errichten und müssen aber schon das Genehmigungsverfahren durchlaufen haben. Das heißt, Sie haben schon einige zigtausend Euro in dem Genehmigungsverfahren versenkt, bevor Sie überhaupt teilnehmen dürfen an der Ausschreibung. Und aus der Ausschreibung kommt dann vielleicht raus, dass Sie keinen Zuschlag bekommen. Das heißt, Sie haben diese zigtausend Euro wirklich versenkt. Das ist nicht ganz unkritisch. Man muss sich also schon relativ sicher sein und man muss auch ein finanzielles Polster haben, um sich das leisten zu können. Das hat erst Ärger gegeben, weil, denken Sie an die Bürgerenergiegenossenschaften, wenn sich da so im Dorf ein Dutzend Leute zusammentun und die sagen, wir bauen mal unsere eigene Windturbine. Das kann man nicht bringen, wenn dieser Bürgerwindverein zu Beginn zigtausend Euro bezahlen muss, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Und dann kriegt er keinen Zuschlag und das Geld ist verloren. Das hätte doch gehörigen Ärger gegeben. Deshalb gibt es Ausnahmen für die Bürgerenergiegesellschaften. Das ist der Paragraph 36g. Die werden bevorzugt behandelt, die Bürgerenergiegesellschaften. 6 Windenergieanlagen, es darf nicht zu viel sein. Aber wenn Sie eine Bürgerenergiegesellschaft sind, dann kriegen Sie doch sehr viele Erleichterungen. Nämlich insbesondere brauchen Sie nicht die Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz hier bereits vor. Das ist der wichtige Teil. Sie dürfen Ihr Gebot abgeben, bevor Sie die Genehmigung haben, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, wenn Sie es halbwegs ordentlich geplant haben, steht dann in den nächsten Sätzen hier drin. Das ist ein großer Vorteil für die Bürgerenergiegesellschaften. Und ein weiterer Vorteil ist, hier die Nummer 5, dass Sie mehr Geld bekommen. Der Zuschlagswert, normalerweise ist der Zuschlagswert das, was man geboten hat. Sie bieten 500 Euro für die Vase, dann müssen Sie auch 500 bezahlen. Aber für die Bürgerenergiegesellschaften ist das anders mit dem Zuschlagswert. Sie bieten auf so und so viel Cent pro Kilowattstunde, aber was Sie bekommen, ist vielleicht mehr. Der Gebotswert des höchsten noch bezuschlagten Gebots desselben Gebotstermins. Also wenn jemand mehr geboten hat als Sie als Bürgerenergiegesellschaft, wenn jemand mehr geboten hat als Sie und hat trotzdem einen Zuschlag bekommen, bekommen Sie genauso viel, wie der geboten hat. Dann werden Sie automatisch auch teurer, bekommen Sie mehr. Ein weiterer Vorteil für die Bürgerenergiegesellschaften und dazwischen kommen noch ein paar andere. Was ich mich frage, schöne Rechercheaufgabe, das ist ja eine extreme Bevorzugung der Bürgerenergiegesellschaften. Was ist jetzt mit den ganzen Freihandelsabkommen? Könnte irgendein Freihandelsabkommen hier jetzt reingrätschen zum Beispiel, dass ein Investor sagt, das ist unzulässig, die Bürgerenergiegesellschaften so zu bevorzugen? Wäre mal eine Rechercheaufgabe. Einmal müsste man gerade mal gucken, was heißt jetzt Bürgerenergiegesellschaft? Am Anfang gab es ja die Definitionen. Wer wird überhaupt so bevorzugt? Hier ist die Bürgerenergiegesellschaft. Sie müssen hinreichend viele Mitglieder haben, 10 natürliche Personen mindestens. Und 51% oder mehr der Stimmrechte müssen bei natürlichen Personen, bei Menschen heißt das, bei Menschen liegen, die in der Gegend wohnen. Deshalb Bürger, also die müssen tatsächlich da wohnen. Und niemand darf zu viel Rechte haben. Also es soll wirklich recht kleinteilig sein. Das ist die Idee hinter Bürgerenergiegesellschaft. Nun gibt es noch eine Regelung, um schlechtere Standorte besser zu stellen und gute Standorte schlechter zu stellen. Eigentlich wäre es ja so, wie ich das bisher beschrieben habe, dass Leute, die einen guten Standort haben, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, direkt an der Küste, dass Leute mit einem guten Standort gute Karten haben. Die können sehr billige Tarife anbieten, sehr wenig Cent pro Kilowattstunde anbieten. Aber das Gesetz sieht vor, dass man das so ein bisschen abschwächt. Die Leute mit einem guten Standort sollen etwas weniger Vorteile dadurch haben und die Leute mit einem schlechten Standort sollen etwas weniger Nachteile haben durch ihren schlechten Standort. Dafür gibt es den Paragraphen 36h. Einen Korrekturfaktor kann man da jetzt ausrechnen. Dieser Wert, den man angibt, der Wert, mit dem man bietet, der wird korrigiert, dieser Wert, um einen Korrekturfaktor. Der Standort wird noch reingerechnet. 36h, gucken wir uns das an. Hier sehen Sie jetzt, dass ich ein bisschen geflunkert habe. So ganz einfach ist es eben nicht, von wegen anzulegender Wert und das, was man bietet und das, worauf man den Zuschlag bekommt. Der anzulegende Wert ist also nicht dasselbe wie der Zuschlagswert, das steht jetzt hier, sondern man rechnet noch die Güte des Standorts ein. Es gibt einen Referenzstandort, gucken wir uns gleich nochmal an, Anlage 2, Nummer 4. Es gibt einen Referenzstandort, das sind hier die 100%. Und wenn Ihr Standort besser ist,
und sagen wir, Ihr Standort ist bei 130%, Ihr Standort ist besser als der Referenzstandort, dann kriegen Sie nur 85% von dem Zuschlagwert. Also Sie bieten so und so viel Cent pro Kilowattstunde, aber Sie kriegen dann nur 85% davon, weil Ihr Standort so gut ist. Sie bieten also, anders als ich das eben vereinfachend gesagt habe, Sie bieten also nicht direkt auf das, was Sie zum Schluss bekommen werden, sondern es wird der Standort mit eingerechnet, dass die Leute, die im hohen Norden sind, etwas benachteiligt werden und die Leute, die im Süden sind, dass sie etwas bevorzugt werden. Wir können uns gerade nochmal angucken, wie dieser Referenzstandort funktioniert. Also ich brauche jetzt einen Vergleich, der dann als 100% gilt. Diese Cent pro Kilowattstunde geben Sie an für einen Standort, bei dem hier diese 100% gelten. Anlage 2, da ist der beschrieben. Und dann muss eben umgerechnet werden. Referenzertrag. Den Referenzertrag gab es auch schon bisher. Das ist dann neu, dass diese Korrekturfaktoren angewendet werden im Rahmen dieser Ausschreibung. Und was anders ist, was sich jetzt geändert hat, ist, wie der Referenzstandort beschrieben wird. Bisher wurde der Referenzstandort mit einem logarithmischen Windprofil beschrieben und jetzt ist der Referenzstandort mit einem Potenzgesetz beschrieben, mit einem Exponenten von 1/4, 0,25. Dass hier jetzt eine Rauigkeitslänge angegeben ist, ein bisschen komisch. Die Rauigkeitslänge verwendet man ja beim logarithmischen Windprofil. Wichtig ist hier 6,45 Meter pro Sekunde in Höhe von 100 Metern über Grund, Rayleigh und ein Exponenten von 1/4. Die Rauigkeitslänge brauchen Sie dann gar nicht. Also das hat sich jetzt geändert. Die Beschreibung von dem Windprofil, von diesem Höhenprofil, wie es hier heißt, die Beschreibung von dem Höhenprofil ist in höheren Höhen mit dem Logarithmus nicht mehr allzu gut. Hier ist jetzt umgeswitcht worden dieses Jahr auf das Potenzgesetz. Eine kleine rechnerische Änderung. Also in dieser Anlage wird beschrieben, wie denn der Referenzstandort aussehen soll. Genauso wie der Referenzertrag berechnet werden soll. Und wenn Ihr Standort besser ist, dann wird es entsprechend wieder runtergerechnet. Also es gibt dann eben diesen Korrekturfaktor.